Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online mit Motility. Und heute werfen wir uns in die nächste Mission. Wir haben ja letzte Zwischenfolge unsere Uniform angepasst. Wir sind jetzt tatsächlich golden, so wie es sich gehört für einen Kapitän dieser Ära. Und wir werden jetzt hier unsere erste großartige Mission als Kapitän annehmen. Wir sind ja zwar nur Lieutenant, aber wir sind Kapitän eines Raumschiffes der USS Nassau. Und mal sehen, was Admiral Garrett von uns will. Er hat neue Befehle im Schatten von Cestus. Das nehmen wir mit. Ever hear of Edron 4? Jim Kirk got into a tussle with a Gorn there and barely lived to tell the tale. Both the Gorn and the Federation have teams there now. I'd like you to back our people up in case the Gorn decide to engage in a little cowboy diplomacy. Okay. Ja. Wir werden auf Edron 4 stationiert, beziehungsweise dorthin geschickt. Dort hat Jim Kirk bereits mal sich mit einem Gorn angelegt. Das ist übrigens eine der ultimativ besten Kampfeinlagen der Geschichte im Fernsehen. Großartig. Schaut mal nach Captain Kirk vs. Gorn. Großartiges Slapstick. Ja, die Gorn und ihre Föderation haben nun Teams dort und ich möchte, dass sie unsere Männer unterstützen, falls sich die Gorn für eine Cowboy-Diplomatie entscheiden. Also ist alles nicht so wirklich sicher dort und deshalb werden wir dort einfach mal hinfliegen und natürlich werden wir uns dort ja nicht verscheuchen lassen von ein paar Reptilien. Ja, ja, mach weg. Und wir könnten uns jetzt theoretisch direkt hier aus dem Büro des Admirals auf unser Schiff beamen lassen, aber wir machen das Ganze natürlich ein bisschen auf Rollenspiel, ne? Deswegen geht's hier nochmal zurück. Und dann geht's zur Nassau. So. Energie. Ja, bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet. Ja. So, willkommen im Sol-System, also das Heimatsystem mit unserer Erde und auch Gottchen. Ist ja nicht sehr viel los hier. Dann haben wir den Mond. Und wir haben tatsächlich eine Raumstation. Die ist auch ein bisschen klein. Also früher sah die anders aus. Aber na gut. Alle Besucher des Raumdocks der Erde werden aufgefordert, so nah an die Station zu fliegen, dass sie unsere Taktstrahlen 4 Schiffe erfassen können. Unsere automatischen Systeme werden sie dann benachrichtigen, wenn sie in Position sind. Ja, danke. Wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht andocken. Wir wollen tatsächlich in den Weltraum. Dann mal los. System verlassen. Und auf davon, liebe Nassau. So, okay, wir sind jetzt im Sol-System. Wir können hier ganz normal... Wir können uns jetzt hier frei bewegen. Wir wollen aber zum Edron-System. Da können wir direkt hier hinklicken. Oder wir können da drauf klicken, dann können wir... Ensign Hunter, welcome aboard. I'm Security Chief Tarsi. Settling in okay? Wer ist Henry Hunter? Going to take a little getting used to. I can imagine. You'll be working with me in security, so if you need anything, just ask. Thanks, Chief. I appreciate it. Okay. Hey, don't mention it. Us red shirts stick together, right? Tarsi, du bist golden. Right. You can count on me, Chief. Ja, okay, also wir haben hier gerade ein Stückchen Story mitbekommen. Wir haben anscheinend ein neues Crewmitglied, und zwar Lieutenant Hunter. Lieutenant Hunter hatte allerdings ein sehr seltsames Gesicht, was wir bereits aus manch einem Enterprise-Serienteil gesehen haben könnten. Also, naja, egal. Wir haben also einen neuen Typi und der wird jetzt hier unsere Mission hoffentlich unterstützen, aber er ist kein Brückenoffizier. Ja, und Tarsi hat sich ein bisschen in der Uniform geirrt. Wir sind natürlich nicht mit einer roten Tarsi unterwegs, sondern mit einer goldenen. Sie ist auch golden wie wir, weil sie sagte, wir müssen zusammenhalten. So, wir können jetzt mal auf die Karte gucken. Wir sind hier und wir müssen hier runter. Die Karte ist sehr klein. Wir haben hier oben die neutrale Zone zu den Romulanern. Sehr nah an unserer Sternbasis 39. Okay, hier oben ist unser Heimatsystem und hier unten haben wir Vulkan. Da haben wir Andoria, also nicht allzu viel los. Wir müssen also in den tiefen, tiefen Raum. Aber bisher gibt es hier wirklich nicht viel mehr als nur... Ah, was sehe ich da im Hintergrund? Vorsicht. Nicht gegen irgendwelche Sonnenknall, das müssen wir nicht haben. Ja. Wir fliegen jetzt erstmal in Richtung unseres Ziels. So ganz habe ich die Steuerung noch nicht raus, das kommt alles noch im Laufe dieses kleinen Ausflugs in die Star Trek Online Welt. Und jetzt sind wir gleich da. Der Zählersektor soll es sein. Direkt am Orion-Sektor vorbei. Okay, wir haben ja auch ein paar Systeme, die man hier anfliegen kann. Aber wir wollen hier ins Edron-System. So.
Unsere Nassau ist unterwegs. Mit Warp. Wahrscheinlich nur Warp 7 oder sowas. Naja, mal gucken. So, später gibt es auch noch schnellere Möglichkeiten zu reisen. Also Slipstream-mäßig und so weiter. Aber all das bleibt uns noch verborgen. Wir sind ziemlich am Anfang. Bin sehr gespannt, was wir auf unseren Reisen noch alles so sehen. Hier gibt es nicht nur Möglichkeiten, die Mission zu machen. Wir können ja mal gucken. Das ist unser Inventar. Wo haben wir denn hier? Ich klicke mal ein bisschen so die Optionen durch, wo wir gerade unterwegs sind. Suche Flotte, Soziales, alles klar. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich aufs Journal mit J. Okay. Hier haben wir die ganzen Episoden. Ne? Das sind ja die ganzen Episoden, die noch kommen werden. Hier in unserer Zeitlinie. Später gibt es dann auch noch weit, weit mehr. Außerdem gibt es dann... Okay, mehr können wir hier leider nicht machen. Noch gibt es dann hier später noch die Möglichkeit, aus dieser Zeitepisode hier auszubrechen, also aus diesem Rahmen auszubrechen. Und hier sind wir bei Edran. Edran 4. So, okay. Da stehen wir. Ja, später können wir dann auch noch die anderen Story Arcs machen, zum Beispiel gegen die Borg, gegen die Cardassianer und so weiter und so fort. Aber alles hat hier seinen Ursprung und deswegen gehen wir auf Edran 4. Edran ist ein G-Typ-Stern, der bis 2267 drei Planeten besaß. Edran 4 ist ein Klasse-L-Planet, der von einer rätselhaften Spezies der Metronen erschaffen wurde, um einen Konflikt zwischen den Feinden, Föderation der Planeten und den Gorn zu schlichten. Okay, im Schatten des Zastus. Leutnant, wir erfassen mehrere Gorn-Schiffe auf unseren Sensoren. Die USS Zheng-He ist auch dabei. Die Zheng-He ruft uns. Welcome to Edran 4. I'm Bridget McKinnon, CO of the USS Zheng-He. Glad you could join us. My science teams are on site and conducting initial surveys. Apparently, this place is quite the geological marvel. We're not the only ones present, though. Our friends from the Gorn hegemony aren't terribly chatty, but so far they're keeping the peace. Ja, also die gute Captain McKinnon erzählt uns gerade was von ihrer Mission. Sie sind halt hier unterwegs mit mehreren Wissenschaftsteams und führen Untersuchungen durch wegen eines geologischen Wunders. Und die Gorn sind auch nicht weit, aber verhalten sich derzeit ruhig. Wie können wir helfen, Captain? Well, I'm sure my people wouldn't mind an extra hand down there on the... Hoppala, jetzt habe ich es weggeklickt. Leutnant, wir erfassen mehrere Gorn-Schiffe auf unseren Sensoren. Die Zheng-He ist auch dabei, genau. Ich hatte es außerdem weggeklickt. Ja, wie können wir helfen? Well, I'm sure my people wouldn't mind an extra hand down there on the geological marvel. Feel free to join the party. So, nun, ich bin mir sicher, dass sich meine Leute da unten über etwas Hilfe freuen können. Schließen Sie sich meinem Team an. Dann sende ich ein Team auf die Oberfläche. Nassau Ende, natürlich. Wir sind hier in einer Zeit, wo es absolut egal war, wo der Captain war. Deswegen gehen wir gleich mit runter. Captain, die Gorn scannen uns. Sie mögen nicht gesprächig sein, aber sie sind neugierig. Befehle, Kurs halten, so gut wie es geht, Steuermann. Transporter Room to Bridge. The geological team, supplies and gear are ready to beam down to Edran 4. Okay, wir sind bereit, unsere Vorräte und Ausrüstung runterzubeamen. Bereit für den Transport. Und jetzt beamen wir ein Technikerteam runter. Okay, ich komme anscheinend nicht mit. Sehr schade, ich hätte mir die Gegend da unten gerne mal angesehen. Leutnant, ich erfasse einige ungewöhnliche Energiesignaturen im Orbit von Edran 4. Wir sollten einen tiefen Scan durchführen. Sie könnten gefährlich sein. Einverstanden, Steuermann. Bringen Sie uns in Sensorreichweite. Okay, also anscheinend geht hier ein bisschen was vor. Und wir haben natürlich aufgepasst. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Und bringen uns ein bisschen in Sensorreichweite. Mal sehen, wie lange wir da fliegen müssen. Ah, sieht ganz gut aus. So, näher an den Planeten, das reicht. Merkwürdig, für einen Moment lang. Was haben Sie? Es ist nichts, Captain. Ich dachte, ich hätte einen Impulsantrieb gesehen. Falscher Alarm. Ich rekalibriere die Sensoren, nur um sicher zu gehen. Nun gut, weitermachen. Captain, die Wissenschafts- und Technikerteams haben es auf der Oberfläche geschafft und konnten Kontakt mit dem Wissenschaftsteam der Zheng-He aufnehmen. Der Rest des Außenteams steht in Transporterraum 1 bereit. Sie werden auf ihren Befehl hin hinunterbeamen. Energie. So, und jetzt können wir runter. Also können wir uns tatsächlich ein bisschen umsehen, das ist schön. Also unsere Techniker und Wissenschaftsteams sind bereits unten und nun gucken wir uns das selbst mal um. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen und ab runter auf Edran 4. Hübsch.
Ah, there you are. Better late than never, huh? Ensign Skavran, Starfleet Corps of Engineers. Lovely planet we've got here. Charming, even, if you're fond of heat and rocks. Still, it's not a complete wash. To say this place is mineral-rich would be an understatement. So, das hier ist Fenrich Skavrin. Er erzählt uns gerade, dass er diesen Ort sehr mag, obwohl er nur aus Felsen und Hitze besteht. Aber hier gibt es jede Menge Mineralien. Klingt aufregend, Fenrich. You can find mission objectives on your Minimap. Okay, wir sollen auf die Minimap gucken. Wir können aber auch mal die richtige Karte anmachen. So, und dann sehen wir hier, ah, da im Süden ist noch was. Der Sand von Eden. Aber wir gucken uns hier ein bisschen um, ne? Tasi, wir haben ja Waffen dabei, falls uns die bösen Gorn an den Kragen wollen. Und hier können wir mit niemandem reden, sehr schade. Ah, das mit den Farben haben die echt konsequent durchgezogen, ne? Alles sehr bunt hier. Und natürlich auch mit den passenden Knöpfen. Sehr schön. Gut, also anscheinend gibt es hier die ersten Unterkünfte, aber hier ist nichts für uns zu tun, deswegen gucken wir uns dann im Süden ein bisschen um. So, wer folgt mir hier alles? Okay, wir haben Fenrich Tasi, wir haben Fenrich Hunter, ach, da ist er ja, ne, Mr. Hunter. Sie sehen etwas bekannt aus. Haben wir uns früher schon mal gesehen. Aber gut, Fenrich Hunter ist dabei, trägt rot, wird vielleicht sterben. Außerdem haben wir natürlich Fenrich Skavrin dabei, okay. Oder war er Lieutenant? Ja. Vorhin war er noch Lieutenant. Showing some interesting mineral formations beyond this ridge. Okay, da haben wir Mineralien. Die werden wir mal scannen. Bisschen auffällig hier. Nice to see a report was spot on for once. The mineral deposits here are remarkably pure. Okay, es sind sehr gute Mineralien anscheinend. Okay. Oh, noch mehr Mineralien. This carbon deposit is unusually pure. Apparently the Metrons don't prepare half-rate planets. Ach, das scheint sehr, sehr gut zu sein. Und hier hinten haben wir noch mehr Mineralien. Auch die werden wir mal scannen. Lustig, dass wir hier die ganze Arbeit machen. Wir sind ein verdammter Raumschiffskapitän. Whoever gets the mineral rights to this planet will be pleased. Very pleased indeed. Also, unsere Lenore wäre ja sauer, dass sie hier die ganze Arbeit machen muss, aber sie hat so einen leichten Faible für Steine. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber deshalb ist sie absolut froh, dass sie hier mal sich die Beine vertreten kann. Okay, er hat Dilithium gefunden. Dilithium ist natürlich unsere, ja, unser Treibstoff. Das ist extrem wichtig. Je mehr, desto besser. Deswegen suchen wir jetzt nach Dilithium. Ja, ist immer noch total glücklich über diesen Planeten. So, haben wir erstmal hier alles vermessen und gescannt. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber es ist ja noch kein Dilithium gefunden. Okay, Schwefel wurde hier gefunden. Ah, meine Nase hat mir das lange vor ihrem Tricorder gesagt, Fenrich. Puh, ja, Schwefel stinkt nach toten Eiern. Ah, sehr schön. Oh, was jetzt? Oha. We'd better head back to... Whoa, the mortars have closed off the pass. We can't reach the camp. Who would do this? Look, over there. It's the Gorn. Oh nein, ein Gorn. Oh Gott, drei Gorn. Ah, ich hatte auch irgendwann mal ein Phasergewehr. So, wir versuchen uns jetzt natürlich hier vor diesen bösen Gorn in Sicherheit zu bringen. Schießt, Leute, schießt. Räumt die weg. Oh, der war gut. Okay, wir haben gewonnen. Oh Mann, die Gorn haben uns beschossen, haben unseren Fluchtweg natürlich verbarrikadiert. Aber Fenrich Hunter hat die Gorn natürlich Gott sei Dank schnell genug gefunden, um uns hier nicht irgendwo reinlaufen zu lassen. Und Tela, wer bist du? Tela kenne ich nicht. Eines der Gorn-Schiffe ist einfach explodiert.
Okay. Sie machen uns dafür verantwortlich und greifen uns an. Auf der Oberfläche und im Orbit. Captain McKinnon wollte es erklären, aber sie reagieren nicht auf unsere Rufe. Wir verteidigen uns und die Schilde der Nassau sind aktiviert. Das bedeutet, dass wir sie nicht auf das Schiff zurückbeamen können. Sie sind im Moment auf sich allein gestellt. Verstanden? Wir finden einen Weg zurück. Over there. There might be a way out of this infernal canyon further down the valley. Okay. So. Da unten soll also irgendwo eine Möglichkeit bestehen, dass wir hier aus diesem Tal herauskommen. Ich hoffe, wir begegnen nicht noch viel mehr Gorn. Die sind nämlich echt furchtbar und sehr, sehr gruselig. Aber Lieutenant Marshall wird uns hier schon rausfinden. Am besten ohne, dass wir draufgehen. Mein Tazi sieht ganz gut aus. Die trägt golden. Die hat noch eine Chance. Oh, oh. So, da sind sie. Die bösen nächsten Gorn. Ja, die greifen jetzt einfach alle an. Weil sie glauben, wir hätten sie angegriffen. Also, irgendwas scheint hier nicht mit rechten Dingen zu laufen. Und tschüss, Gorn. So, und wir haben ein kleines Hypospray bekommen. Das ist gut. Und sonst... Und wir nichts. Da hinten haben wir noch mehr Gorn. Ich würde die eigentlich gerne lieber alle einschlafen lassen und nicht umbringen. Weil, wie gesagt, wir wollen ja eigentlich keinen Krieg mit denen. Aber gut. Weg damit. Schießt auf alles, was grün ist, Leute. So. Den haben wir umgeräumt und der schmeißt jetzt wieder mit Steinen. Das kennen wir schon. Aua. Wieso beschmeißt uns eigentlich jeder Planetenbewohner mit Steinen? Das ist ja furchtbar. Was ist das für ein Weltraum? We need a way out of this canyon. And I'm thinking that big rock up there is it. With a little Federation ingenuity, we can topple this rock with a makeshift bomb. Once it's down, we can walk across it and get back to camp before the Gorn use the Zhonghas science team as target practice. Okay, Fenrich Skavran möchte hier gerne eine Bombe platzieren, damit wir hier rauskommen. Bin ich mal gespannt, ob sie es hinkriegen. Have you read Captain Kirk's report on this place? We have all the materials we need here to make bombs. They won't be pretty like me, but they'll get results. If you can collect the materials, Ensign Hunter and I will work out where to place the explosives. Okay. We're going to need at least 3 bamboo containers, sulfur, potassium nitrate and coal. Also, der gute Fenrich Skavran braucht ein wenig für seine Bombe und wir müssen jetzt erstmal die Materialien zusammensammeln, aber zuallererst mal werden wir wieder von Gorn angegriffen. Und die schmeißen schon wieder mit Steinen, das ist echt unschön. Komm schon, Lenoir, schieß. Komm, Lenoir, schieß. Oh, okay. So, die Gorn sind wir erstmal los und jetzt sollen wir hier Dinge einsammeln, um daraus eine Bombe zu basteln, um darüber zu kommen. Wir brauchen Bambus, wir brauchen Kohle, wir brauchen Schwefel und Kaliumnitrat. Okay. Da wird sich ja schon hier einiges finden lassen. Einfach mal ein bisschen durch die Gegend gucken. Da unten haben wir zum Beispiel Schwefel. So, was ist hier? Kohle. Kohle ist gut. Kohle brauchen wir. Wir haben Kohle. Alles klar. Jetzt brauchen wir noch Schwefel, Kaliumnitrat und Bambus. Da unten haben wir schon wieder die nächsten Bösewichter. Die stehen direkt vor einem Schwefeldepot. Was für ein Zufall. Anlegen und Feuer. Oh, okay. Ja, wir sind halt besser ausgebildet als die. Deswegen haben wir hier absolut keine Probleme, die aus dem Weg zu räumen. So, Schwefel haben wir. Und jetzt holen wir uns unser Kaliumnitrat. Der Kaliumnitrat sieht weiß aus da hinten. Also schätze ich mal, dass wir da richtig sind. Bambus steht hier auch noch rum. Oh, perfekt. Ja. Was für ein Zufall. So, müssen wir noch ein paar Gorn hier wegräumen, die natürlich genau hier rumstehen. Als wenn die es geahnt hätten, was wir vorhaben. So, da haben wir Kaliumnitrat. Und jetzt geht's rüber ans Bambus sammeln. Oh, die Waffe können wir wegpacken. Kannst du auch aufstehen. Da, okay. So, Bambus brauchen wir gleich 3. Das bisschen hier reicht anscheinend nicht. Okay, müssen wir hier runtergehen. Und da hinten haben wir schon wieder fiese Gorn.
Aber das sollte hier erstmal reichen. So, genug Bambus gesammelt. Sehr schön. So, jetzt sollen wir wieder hoch zur Klippe. Ich schätze mal da drüben. Ah, Gorn! Oh, ein fieser Hinterhalt der Gorn. Das ist gemein. So, den flankieren wir hier. Wir können hier natürlich auch drehen, dass die Leute von uns ihm hier in den Rücken schießen. Oh, die sind gerade selber beschäftigt. Das ist nicht gut. Lenore, würdest du den bitte mal... Danke. Au! Anscheinend habe ich den Felsen noch abgekriegt, obwohl er nicht mehr flog. Und da werden wir weiter beschossen. Das ist alles nicht gut. So, den letzten Gorn haben wir zerlegt. Und das mit Stil. Also, weiter geht's. Jetzt sollen wir hier unsere Bombe platzieren. Bin ich mal gespannt. Irgendwo hier? Hier sieht doch ganz gut aus. Ne? Right. Ensign Hunter and I will construct the bombs we need to bring down this rock across the canyon. That's the easy part. It's up to you to keep those angry Gorn off us while we work. Hope you're a good shot. Okay. Also, Fenrich, Hunter und Fenrich Skarvin werden nun die Bombe anbringen. Wir werden sie beschützen vor den bösen Gorn. Well, the Gorn are punctual. Keep them off us. Da geht's schon los. Stirb, Gorn! Große Riesenechse. Weg damit. Oh, kommt noch mehr? Wenn ja, von wo? Careful with that. Potassium nitrate can react explosively with these materials. Ja, deswegen sind wir hier. Wir sollten eine Bombe bauen. Na gut. Ah, da kommt der nächste Angriff. Mix it with the coal. Carefully. I'd rather not get blown to pieces today, if you don't mind. We're just about done. Oh Gott, da oben sind noch mehr. Gut gesehen, Lenore. Oh, wir werden beschossen. Done. Now let's get these bombs in place. Okay, unsere Bombe ist fertig. Dann werde ich die jetzt mal verteilen. So. Einmal hier bitte. Ist natürlich Captain-Sache hier, Bomben zu platzieren. Und hier drüben noch, am besten nicht drauf schießen, am besten nicht drüber fallen. Tasi, Vorsicht. Hochexplosiv. So, wir sollten auf Abstand gehen, bis wir uns irgendwo hier in Sicherheit gebracht haben, vor der großen Explosion. Jetzt bin ich mal gespannt. Anscheinend hier im Gebüsch verstecken, ist wohl das Sicherste. Na gut. Dann verstecken wir uns mal und gucken dem Schauspiel zu. Fire in the hole! Wow. Das nenne ich Terraforming, Leute. Das nenne ich Terraforming. Sehr gut. Das ist ganz nach meinem Geschmack. So, wir sind allerdings mal wieder nicht bewaffnet. Was überhaupt nicht gut ist bei so vielen Gorn. So, jetzt sind wir wieder bewaffnet. Und dann gehen wir hier mal raus. Komm schon, Skarvin. Komm raus. Wir müssen hier hoch. So, dann klettern wir mal. Ja, ich sagte ja schon, wir haben Fable für Steine. Ich weiß nicht, woher das kommt, Lenore, aber sie mag Steine tatsächlich. Sie kann deshalb auch sehr, sehr gut klettern. Auch mit einer Waffe im Anschlag. Überhaupt kein Problem. Und jetzt sind wir hier oben. Und da geht's doch direkt wieder zu... Wir haben unser Crew-Team verloren. Nee, da. Skarvin hat's geschafft. Tasi hat's geschafft. Nur Hunter fehlt. Ah, nee, da ist er. Alles klar. Alle da? Ja, und hier sind wir direkt wieder... Oh, hier ist was passiert. Wollte nicht sagen, dass wir hier wieder bei unserem Außenposten sind. Aha, und hier sind anscheinend die Gorn schon gewesen, weil das Tor sieht nicht mehr im besten Zustand aus. Okay, da unten haben wir sie. Oh, sie haben all unsere Leute gefangen genommen. Ravik, das scheint der Chef zu sein von denen. Und mal sehen, ob wir die zur Vernunft bringen können. Ansonsten müssen wir sie leider alle um die Erde bringen. Ja, anscheinend haben sie keine Lust, mit uns zu reden. Sehr schade, werden wir erstmal drauf schießen. Au, es bewirft uns mit Steinen. Das ist nicht gut. Au, auch der bewirft uns mit Steinen. Lenore, würdest du so nett sein und den jungen Herrn hier... Danke. Manchmal reagiert die Steuerung nicht. Das ist sehr seltsam. Aber gut, wir haben alle Gorn unschädlich gemacht. Wir haben unsere Leute gerettet. Wir haben auch tatsächlich
ein kleines Hyposträger, nee, zwei sogar, bekommen. Und hier haben wir mit leitendem Wissenschaftler sprechen. Wer bist du? Dr. Ward, okay? Thank you. Things were looking pretty grim there for a moment. The Gorn. They kept saying the deaths of their people would be avenged, but we didn't do anything. I haven't fired a phaser since the Academy. Also mal ganz ehrlich, dafür, dass wir jetzt gerade die ganzen Gorn abgeschlachtet haben und die nicht wirklich einen von uns und hier haben auch die Leute hier verschont, sind wir im Moment die Bösen. Aber na gut. Sie sind jetzt in Sicherheit, Doktor. Schließen Sie sich Ihren Leuten auf dem Shuttle an und kehren Sie zur Zhanghe zurück. Schön, dass Sie noch in einem Stück sind, Captain. Hier ist alles gesichert. Die Transporter stehen bereit. Beamen Sie uns hoch. Ja, also, vom Gorn-Schlachten zurück. Von oben bis unten mit grünem Blut besudelt. Sehr schön. Oh Mann. Scheinbar haben sich die Gorn ehrenhaft verhalten, Captain. Aber die Zhanghe ist in einem schlechten Zustand. Captain McKinnon ruft uns auf dem Bildschirm. Good to hear from you. Thank you for saving my people. Immer gern, Captain. Was ist Ihr Status? We're making repairs, but it'll be some time before our engines are back online. Gut, sieht nicht allzu gut aus, dauert noch ein bisschen. Wir fliegen zu Ihrer Position, vielleicht können wir die Reparaturen beschleunigen. So, dann fliegen wir mal los zur Zhanghe. Ja, die sieht da nicht allzu gut aus, wurde massiv betroffen und beschossen. We're picking up Gorn warp signatures on our long-range sensors here. They're coming back. Oh, die Gorn kommen zurück. Steuermann, bringen Sie uns zwischen die Zhanghe und die Gorn. So, irgendjemand meinte mal letztens, ich soll rechte Maustaste drücken. Sehr gut, das funktioniert. Finde ich gut. Wir können auch hier jetzt mehrere Sachen machen. Zuallererst mal, ja, mach mal weg. Au! So, wir schießen jetzt hier die ganze Zeit automatisch. Sehr, sehr angenehm. Und wir können jetzt hier auch noch verändern, wie weit wir unsere Energieverteilung zerlegen. Entweder auf Angriff, auf Verteidigung oder durch die Bank weggemixt. Wir gehen jetzt aber erstmal auf Angriff, denn so ein Drake-Kreuzer hier, also so ein Dornenkreuzer, schätze ich, ist das, der kann uns absolut gar nichts. Oh, der Torpedo ging weiter neben. Aber der sollte treffen. Oh, der hat aber ganz schön viel Hülle. Der hat wenig Schilde, aber die Hülle ist sehr, sehr stark bei dem. So, dann schießen wir jetzt den hier erstmal zu weit. Das kann aber noch ein bisschen dauern hier. Wir haben hinten leider keine Torpedos. So, er sagt uns jetzt auch, der Computer, dass die Schilde, also seine Schilde, uns jetzt gerade eben zusammengebrochen sind. Dann können wir jetzt eigentlich ein Torpedo reinjagen. Ich versuch's mal. So, Torpedo ist unterwegs. Ja, der hat jetzt gut gesessen. Und wir schießen jetzt hier einfach noch weiter auf seine Flanke, auf dass wir hier gleich noch einen weiteren Torpedo reinjagen können. Ja. Oh, Minen. Minen sind überhaupt nicht gut, da muss man jetzt aufpassen. So, die Gorn haben wir auf jeden Fall so lange beschädigt. Oh, oh. Au, au! Dass sie abgehauen sind. So, wo ist die Zhanghe? Hinter uns, okay. So, wirklich sehe ich sie hier nicht. The Gorn would have made short work of my ship otherwise. I owe you one. Ach, da unten. Die gucken wir uns mal kurz an. Och Gottchen, ist die klein. Na? Sehen wir sie hier irgendwo? Die ist ja wirklich winzig. Also ein absolut winziges Sternenflottenschiffchen. Die Zhanghe hier. Oh je. Ruf der Zhanghe beantworten. Thanks for covering us. The Gorn would have made short work of my ship otherwise. I owe you one. So, ja, sie bedankt sich bei uns und wie gehen die Reparaturen voran? Slow but steady. Our warp drive is still disabled, but we're making progress. Okay, kein Warpantrieb. Wir haben ein paar Vorräte, die wir ihnen herüberbeamen könnten. So. Thanks. I hate to ask, but something's bothering me. We picked up strange energy readings before the attack. It could be nothing. Okay, vor dem Angriff haben sie seltsame Energiesignale entdeckt. So, senden Sie uns die Daten. Meine Besatzung wird sich darum kümmern. Ja, ihr habt anderes zu tun. I'd start with the debris of the Gorn ship that was destroyed. There might be a clue there. Okay. Ich sende jetzt... ich würde mit den Trümmern des zerstörten Gornschiffs anfangen. Dort können sich Hinweise befinden. Bestätigt. Seien Sie auf der Hut, Captain. Wir werden uns jetzt ein bisschen umgucken. Wir werden jetzt mal gucken,
warum die Gorn gerade hier so sauer auf uns sind. Irgendwas muss ja passiert sein. Irgendwas muss ja dran sein an dem Ganzen. Und deswegen suchen wir jetzt erstmal die Gorn. Da drüben sind sie, okay. Da drüben scheint das Ganze angefangen zu haben. Wir fliegen mal rüber. Wer weiß warum, die jetzt so komisch böse auf uns sind. Also wir haben auf dem Planeten ja nur ein paar Gorn abgeschlachtet. Das merken die aber gar nicht. Die haben so viele davon. So, da sind wir. Wrackteile untersuchen. Kannst mal stehen bleiben, Schiff. Captain, the crew of the Shangha were onto something. I ran a deep scan analysis of the Gorn debris. Ja. The results are damn peculiar. Also, anscheinend war an der Sache doch mehr dran, als wir zuerst glaubten. Fahren Sie fort. Gorn ships aren't as tough as a Tellarite design. But our scaly friends know a thing or two about hull plating. Whoever fired this shot knew exactly where to hit them. Okay, also irgendjemand wusste, wie er die Dinger ausschalten kann. Wissen Sie, wer es war? Not with the data we have now. Science team just found another strange energy reading nearby. Oh, ein weiteres seltsames Energiesignal wurde gefunden. Mal sehen, was da draußen ist. Steuermann, Kurs setzen. So, wir fliegen weiter. Ein weiteres seltsames Energiesignal. Auch die werden wir uns hier mal angucken. Picking up debris from the Gorn ship and some trace elements of weapons grade plasma. Sir, oh. I know who did this. It's the Romulans. Anscheinend waren es die Romulaner, okay. Romulaner, sind Sie sicher? I'll shave my eyebrows if I'm wrong. Okay. It's the Romulans, I'm sure of it. There's more bad news. The Gorn are coming back. Weapons hot. Orders. So, ich rasiere mir die Augenbrauen ab, wenn ich mich irre. Es sind die Romulaner. Und da bin ich mir sicher, es gibt noch mehr schlechte Neuigkeiten. Die Gorn kommen zurück mit gezogenen Waffen. Befehle, roter Alarm. Taktik, zielen Sie auf Ihre Subsysteme, um Sie kampfunfähig zu machen. Also, das heißt, wir schießen jetzt weiter auf Gorn. So, das ist das gleiche Schiff. Dem haben wir ja schon ordentlich eine mitgegeben. Und genau das werden wir jetzt auch weiterhin tun. Wenn bloß diese verdammten Mien hier uns nicht so kaputt machen. Wir müssen erstmal seine Schilde zerstören. Dann können wir ihn munter mit Torpedos behaken. Aber das ganz schön schnell. So, der Torpedo hat ganz gut gesessen. Nicht perfekt, aber ganz gut. Und jetzt sind wir in seiner Flanke. Sehr gut. Los, Schiff. Du, der Nassau, macht sie fertig. So, Frontschilde verstärken. Weil seine sind weg. Wir können jetzt auch direkt mit Torpedos weiterschießen. Und da kommen schon wieder Minen. Au, eine konnten wir abschießen, aber wir sind voll reingeflogen. Das tat ein bisschen weh. So, wir können jetzt auch mal unsere Torpedos verstärken und hier einfach mal zwei Torpedos abschießen. Und da ist er auch weg. Sehr gut. Böse Gorn. Ganz böse Gorn. So, jetzt sollen wir das Schiff rufen. We thought we could share this space equally, Federation. Your unprovoked act of aggression against our research vessel tells me otherwise. Ja. Er sagt, wir dachten, wir könnten diesen Raum gemeinsam teilen, Föderation. Ihre grundlose Aggression gegenüber unserem Forschungsschiff sagt mir etwas anderes. Captain, wir haben Beweise, dass die Romulaner das Schiff angegriffen haben. I see no Romulans, only Federation ships. Do you think me a fool, Captain? Er glaubt uns nicht. Ich sende die Daten, die uns entlasten. Most convenient, Captain. But I am unconvinced. Produce these Romulans that you claim destroyed our ship. Or prepare to pay for your crimes. Okay, er sucht, er glaubt uns nicht. Er will jetzt wirklich die Romulaner sehen. Okay, wir rufen unseren Techniker. Captain, I've got an idea. If we can generate a charged particle burst, we might overload their cloak. Okay, mit einem geladenen Partikelstoß können wir die Tarnung der Romulaner überlassen. Wir müssen aber erstmal wissen, wo sie sind, oder? Erledigen Sie das. Und jetzt decken wir hier einfach mal die Romulaner auf. Okay, wenn das so einfach wäre, dann wären die wohl keine Bedrohung. Schick. Oh, gleich drei. Und die haben fiese Plasma-Waffen. Das hat Captain Kirk schon rausgefunden. You're quite a clever one, Captain. Too clever, I'm afraid. No one can know of our actions here today. Your death, I regret, is necessary.
Ja, der Captain der Romulaner ist davon jetzt echt nicht angetan und will uns umbringen. Das werden wir noch sehen. Und los geht's. Wir beschießen ein wenig die Romulaner. Ja, die Romulaner haben relativ schwache Schiffe, aber sehr starke Waffen. Und auch die Gorn stehen an unserer Seite. Sehr interessant. Ja, wir werden hier einfach auf diesen einen, ja, ehemals die Siebenkreuzer schießen. Die Klingonen haben es ja auch nur von den Romulanern gemobst, oder was? Ich weiß es gar nicht. So, nehmen wir die mal auseinander hier. Ja, sieht ganz gut aus. Jetzt volle Energie auf die Waffen. Und jetzt nehmen wir den Kennkreuzer da auseinander. Ah, er konnte gerade noch seine Frontschilde zu uns drehen. Sehr schade. Weiterer Torpedo. Ah, von dem hier vorne ist nicht mehr allzu viel. Den werden wir uns gleich noch greifen. Währenddessen übernimmt der Gorn da gerade die Tankrolle und kümmert sich um zwei weitere Schiffe, während wir das eine hier auseinandernehmen. So, das war's. Und jetzt helfen wir ihm hier. Wir schießen mal die Fregatte. Die geht schneller. Volle Waffen. So, Ausweichmanöver und dann geht's direkt weiter. So, zwei Torpedos in die Flanke und da sollte der auch weg sein. Sehr schön. Da haben sogar Disruptor-Kanonen gekriegt. So, ja, ich möchte gerne die Sachen leben. Und wie will der das gerade nicht einsammeln? Warum nochmal? Jetzt vielleicht? Nee, immer noch nicht. Im Kampf scheint das nicht zu gehen. Okay, doch, jetzt haben wir sie. Mann, das Interface ist aber nicht wirklich dolle. So, wir haben jetzt hier einen Kennkreuzer, der wird uns hier absolut keine Schwierigkeit mehr machen, denn wir können jetzt hier mit Torpedos agieren und damit sollte der auch zerstört sein. Oh lol, jetzt erst. Okay. Ja, die Gorn haben gut an unserer Seite gekämpft, obwohl wir ihre Leute auf dem Planeten abgeschlachtet haben. Well fought, Federation. The Hegemony will remember the Romulan treachery today and your assistance in exposing it. I propose we continue our joint surveys of Edrin IV under a mutual non-aggression pact. So, yes. Ja, unser Kurier hier ist sehr, sehr beeindruckt von unseren kämpferischen Leistungen und schlägt einen Friedensvertrag vor und weitere Zusammenarbeit auf diesem Planeten. Das passt mir. Oder wir können schreiben, eines Tages werden wir vielleicht gemeinsam erkunden gehen. So, there was another player on the field. Nice work out there, Captain. We'll be heading for the closest starbase soon. But we'll be back to finish our work here. Along with the Gorn, I'll wager. I think the Romulans will take a pass, though. Ja, sie sagt, es war also noch jemand anderes hier im Spiel, ja, die Romulaner, warum auch immer. Letzte Folge waren es die Klingonen, also anscheinend wird hier alles einfach mal zusammengeschmissen. Und wir sollen jetzt zur Sternbasis fliegen und ja, die werden hier ihre Arbeit mit den Gorn zusammen verändern, beenden. Und aus gutem Grund, viel Glück, Captain. So, die Romulaner werden wohl erstmal nicht wiederkommen. Sir, alle Decks haben sich gemeldet, die Nassau ist bereit, auf ihre Befehle hin abzudocken. Warp 3. Bringen Sie uns hier weg. So, wir haben unsere Aufgabe anscheinend erledigt. Meine kleine Zusammenfassung. Wir sind hierher gekommen, um Mineralien zu finden, mit den Gorns zusammenzuarbeiten. Und dort wurden wir dann von den Romulanern gestört, die natürlich mal wieder Hass und Gewalt säten, wie sie halt nun mal sind. Aber insgesamt hat mir die Folge nicht ganz so gut gefallen wie die letzte. Bin noch gespannt, ob da jetzt bessere kommen oder ob die Qualität so bleibt, aber bisher war die echt nicht doll. Und mal sehen, was uns als nächstes so, ja, verfolgen wird oder wohin wir geschickt werden. Denn die nächste Sache steht hier natürlich noch aus. Wir sollen Admiral Garrett berichten. Verwenden Sie Funktion Remote-Kontakte im persönlichen Missionsmenü. Good to hear from you. I've read Captain McKinnon's report. Sounds like things got a little rough on Edrin IV. Still, the diplomatic corps thinks your actions will make a difference in future talks with the Gorn. Well done.
Ja, er freut sich, dass das alles so gut geklappt hat und die Zusammenarbeit weiter gestärkt ist. Ja, jetzt haben wir hier ein neues Zeug gekommen, das werde ich dann noch alles noch auf Camera einbauen. Und ja, er ist auf jeden Fall zufrieden. Das war unsere erste Mission, die wir selbst geleitet haben. Mussten dafür nur ein paar Gordon abschlachten. Also besser geht's halt gar nicht. Aber insgesamt fand ich die Mission halt nicht sonderlich gut, also rein vom Spiel her. Stay safe out there. So, und wir kriegen Skavrin. Sehr gut. Ja, das ist unser neuestes Mitglied. Sehr hübsch. Und das nächste ist qualvolle Vorzeichen. Das werden wir aber nächstes Mal machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder mit Star Trek Online, mit der USS Nassau und Lenore Marshall als Kapitän. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.